Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Minecraft Mining Colonies mit ein paar extra Mods und wirklich tollen Mods. Also die Leute sind sehr begeistert von meinem Modpack. Es gibt sicher dann noch mehr Mods rein, aber erstmal Projekt 1, Punkt 1 sozusagen, also nicht 2 oder so. Jo, und der Server, der wird sicher cool sein mit wirklich gutem Rollenspiel. Hoffe ich auf jeden Fall. Und ja, wir haben uns das letzte Mal angeschaut, was wir für ein optisches, also eine Art Gebäude für den Anfang machen. Und genau, da haben wir ein paar Sachen, weil wir in der Nähe vom Dschungel sind. Nehmen wir das Jungle Tree House. Ist mal etwas anders. Ich habe jetzt bisher immer nur die Leute sehen, irgendwelche Medieval Spruce. Und das mit dem Birken, Birch, Medieval Birch nehmen. Die anderen wurden nie vorgestellt. Ich mache es. Mesa City machen wir sicher auch noch. Mesa könnten wir vielleicht auf dem Server sogar machen. Fände ich irgendwie cool. Also. Jungle Tree House. Okay. Ich sehe nichts. Okay. Bisschen weiter weg. Ich sehe ja nicht genau, wie groß es ist. Das Problem ist, der Boden sieht halt wirklich nicht schön aus. Muss es tiefer machen. Und dann passt hier rechts nicht mehr. Ich mache das so. Okay. Vorgehoben. Wieso kann man nicht laufen? Was ist denn das für ein Müllmuch? Wer hat das eigentlich so eingestellt? Dein Ernst, das muss ich da irgendwie beim roten Ding irgendwie verbergen. Ich kann es auch fliegen machen, na ja, klar. Kannst du mal so probieren? Okay, irgendwas. Ich glaube, ich muss ein bisschen terraformen. Wir machen das jetzt mal noch nicht und holen einfach mal ein Eisen. Schaufel oder so. Ja. Und mach ein bisschen gerade. Aber schade, dass das irgendwie nicht so geht. Ja. Gut, wir haben anders vor noch. Zuerst mal in den Dschungel gehen oder nachher in den Dschungel gehen. Wir gehen jetzt schon mal in den Dschungel und dann ins Dorf. Gut. Ja, eine Höhle finden und ein bisschen abbauen und dann Mining Dimension auch machen. Ich weiß, ja, ich muss kurz nachschlagen am besten. Ja, ungefähr hier. Da drüben. Jo. Bambus mitnehmen. Kakaoboden mitnehmen. Und dann noch ein bisschen erkunden. Dschungel will vielleicht etwas beinhalten. Hier sind Bienen, das ist auch super. Ich möchte irgendwie vielleicht ein bisschen Bienen im Dorf haben. Ich weiß nicht. Es passt vielleicht ein bisschen.
Papageien auch, aber die sind manchmal ein bisschen laut, ein bisschen störend. Sonst mache ich einfach den Ton für die netten NPCs ein bisschen runter auch. So wie ich sehe, ja, ist alles recht gut eingestellt. Ich hoffe, es stört euch nicht auf irgendwelche Art. Sonst einfach sagen. Okay, zu wenig Setzlinge. Zu genug, also genug. Drei reichen. Also Kakaobohnen, oh ja, Bambus sofort noch. Die vergesse ich immer. Da gibt es schon ein paar Sachen, also sehr wenige Sachen, aber ja, es ist brauchbar, das Bambus. Wenn man jetzt viel baut, viel Gerüste herstellen muss, braucht man es. Ich weiß nicht, Brennstoff ist es auch? Also funktioniert es überhaupt? Ist das ein. Das will erheben. Also schauen wir mal auf die Map. So viele Kunden muss ich nicht. Dort ist ein Tempel. Okay, in die Richtung. Ein bisschen sieht man ihn noch. Der Drago wählt die falschen Tasten aus, weil er es machen kann. Ihr müsst es können. Die Fehler müsst ihr können. Das müsst ihr einfach. Macht Fehler, damit es euch gut geht. Lieber nicht. Aber Fehler sind menschlich und viele Menschen wollen einfach die ganze Zeit perfekt sein. Wie denn? Kein Mensch ist annähernd perfekt. Das kommt dann in den Kommentaren. Ich aber, ich bin immer perfekt. Man fühlt sich perfekt, aber man ist nicht perfekt. Das ist ein großer Unterschied. Dankeschön, lieber Völker, dass du eben so komische Hügel machst, wo man nicht hochkommt. Muss ich aber finden, den Tempel wieder da. Die FC. Dann habe ich noch nichts gegessen in diesem Let's Play. Jo. Okay. Verstehe. Hallo, Kreis. Nein. Ich habe gesagt, nein. Aber gut, habe ich Kippen. Bin ja so ein Dussel manchmal. Ich bin einfach zu aggressiv. Ich gehe in die Creeper rein und die explodieren dann. Schon verrottetes Fleisch. Niemand! Mojang hat immer noch nicht Leder machbar draus gemacht. Ja. Wieso der schwere Weg, wenn's auch einfach geht? Dieser blöde Schalterrätsel. Ich glaube, es ist immer 2, 3, 1. Okay, aber guter Loot, also brauchbar Loot für den Anfang. Ja, Tripwire. Ich weiß ja nicht. Wenn man sieht, es hat immer viel zu gut. Ist jetzt nicht so, also man braucht es einfach nicht als ja, Spieler, der jetzt nicht unbedingt Fallen machen muss. Okay, dann gehen wir hier irgendwo runter. Wir gehen hier wieder runter und mit dem Boot einfach weiter. Dann geht es nicht so lange. Ja, hier runter. Sehr gut. Ja, also wir werden im Singleplayer wahrscheinlich immer wieder ein bisschen spielen. Ob jetzt täglich ein Part kommen kann, ich denke schon. Und auch wenn auf dem Server dann wieder nicht viel los ist, ich bleibe hier im Singleplayer und online eigentlich aktiv. Weil mir gefällt der Mod und die anderen Mods auch. Ich mache natürlich Modpacks von Mods, die ich wirklich liebe. Und auch ausprobiere natürlich. Ein paar Mods kenne ich sicher mal noch nicht.
Infernal Expansion, Betanetter, Better End. Ah, nein, Betanetter habe ich gar nicht reingetan. Aber Better End kenne ich noch nicht. Und die sind riesig, die Mods scheinbar. Jo. Oh, die gute Mama. Ich will die Mama, wenn ich nicht töte. Ja, ich hoffe, wir haben Kühe in der Nähe von dort. Hier über dem Fluss, wie ich sie sagen, sie nicht machen. Das ist immer so schwer über die Flüsse. Ja, mit dem Boot schon, aber sonst nicht. Weil man halt die Kuh immer trifft und nicht das Boot. Ist es manchmal echt nervig. Okay, hier könnte ich vielleicht ein bisschen meinen gehen. Ja, ist auch ein Riss. Es gibt einfach keine richtigen Höhlen mehr. Immer nur Risse. Okay, das ist ein Optifine-Fehler. Optifine hat immer so viele Fehler. Ist auch ein Riss geworden. Risse sind einfach nicht ertragreich. Das hat einfach diese Fackel, dass die Fackel leuchtet in den Händen. Einfach so dermaßen verbuggt. Ja. Dass es einfach schwarz ist. Ich denke, das ist immer Nvidia. Immer die Gra der Grafikhersteller, der irgendwelche Probleme macht mit den neuesten Grafikern. Ja. Kann halt sein. Jo, ich weiß gar nicht, was ich machen kann. Gibt einfach keine Lösung. Ich hoffe, die Mining Dimensions Mod ist gut. Dass sie viele möglich machen und nicht immer nur die gleichen Maps und so Sachen generiert. Okay, was wollte ich hier noch? Nein. Wo ist jetzt das Dorf? Das sieht geil aus. Hier mache ich sicher mal das zweite Dorf hin und dann Stadt. Ich weiß nicht, ob wann ich Stadt nennen kann, aber ich habe da einen gewissen Herrn gesehen und der hat nach 5 Häusern schon gesagt Stadt. Hat extra am Anfang gesagt, ist natürlich ein Dorf und so. Ja, Dinge sind menschlich. Wie gesagt. So versteckt das Dorf in einer Mulde. Gut. Also das Wichtigste haben wir jetzt geholt. Vor allem auch Sachen, die wirklich sonst eigentlich manchmal echt schwer bekomme. Und zum Beispiel eben da Dschungelsachen. Und jo, so einen Reitharnisch hätte ich natürlich auch immer gerne. Einfach zum Sammeln. Für mich sind Reitharnische eigentlich meist nur optisch. Ich tue wenig reiten, weil die Pferde ja auch so ein bisschen zu dick sind, zu breit. Und ich tue, ja, ich muss ein paar Sachen liegen lassen. Also, hier haben wir schon mal den ersten Dingstone. Waypoint. Ja, danke. Danke. Sehr nett. Wieso haben die so eine unglaubliche Reichweite? Wieso bekomme ich Fallschaden auf 3 Meter? What the fuck? Da hat irgendwas nicht gestummt. Es waren 3 Meter oder 4 Meter, aber wieso bekomme ich ein Herz Fallschaden? Sonst ein halbes, ja. Aber verdammt nochmal, man stirbt in Minecraft immer nur, weil es verbuggt ist. Eieiei. Immer nur, weil irgendwie ein Leck da ist oder weil Fallschaden völlig übertrieben ist. Ist eine verdammte Sauerei. Deshalb spiele ich nur noch eigentlich in
In dem Modus, im Keep Inventory. Es ist verdammt gemein. Es ist gemein, wie der World Creator halt vor allem auch aufgebaut ist. Die ganze Zeit muss man irgendwie runterfallen oder hoch sich bauen. Es ist einfach verdammt nochmal unfair für mich. Es ist ein unfaires Spiel. Unfair. Es ist verdammt nochmal unfair. Naja, es ist so ein schönes Spiel. Es macht so viel Spaß. Aber Dinge, die sich tausendmal wiederholen und so, die müssen nicht sein. Es ist eben gemein. So, jetzt lasst mich mal bitte das Eisen holen, lieber Eisengolem. Jetzt bin ich gestorben, einfach nur, weil ich von einem Eisengolem fliehen musste. Der hat mich 9 Herzen Schaden gemacht, da hatte ich schon ein bisschen weniger Leben. Aber unglaublich, nur noch ein Herz da zu lassen, du blöde Eisengolem, nur wegen. Ja, es ist halt schwer, ein Eisengolem einfach zu hitten. Wenn man auch nicht so schnell ist, um zu stack, hochzustacken und so. Ich könnte es schon auf diese Art und Weise machen, aber ich habe irgendwie ein bisschen Angst noch vom Eisengolem. Ich habe das bis vor 20 Tagen noch nie gemacht. Und ja, jetzt auch noch nicht so viel, oder? Also, Karzensetzlinge habe ich später. Hey, die Landschaft ist aber wirklich gut. Aber ist Optik. Ich. Weniger wichtig als Kampf, also als gut spielbar. Es ist halt alles so mega uneben manchmal. Es sieht halt auch nicht mehr so schön aus, wenn es so übertrieben hügelig ist und alles. Also ich weiß ja nicht, was die Entwickler so denken, aber ich denke, sie sind halt einfach blöd. Sonst würden sie gut viele Sachen endlich mal fixen und umbauen, wo halt weniger stören. Zum Beispiel der Enderdrache. Wieso muss der ständig uns 50 Meter in die Luft schleudern? Das geht auch anders. Und eben, wenn ich zu lange irgendwie laufen muss und so, dann tue ich mich teleportieren. Also wenn einfach der Weg viel zu weit ist. Einfach auch, um euch ein bisschen zu entspannen. Wo bist du jetzt hin? Wo ist jetzt der Eisengolem? Jetzt habe ich natürlich das Holz wieder. Ich muss es anders. Ja, ist nicht immer angenehm. Es geht gut, aber ich habe einfach wegen der ja nicht ganz so guten Verlieren und ein bisschen Probleme, solche Sachen zu machen. Vor allem schnell genug zu sein. Die Blöcke werden auch nicht ganz so schnell gesetzt, oder? Man muss auch schon ein bisschen in die Entfernung gehen, um das zu lösen. Und ich hätte eine Axt machen sollen. Aber da kann ich gleich eine Eisenaxt machen. Ich denke, habe ich mal eine Eisenschaufel natürlich zuerst. Und ja, wir müssen halt mal gehen. Aber ja, geht's ja. Man findet immer, wie schwieriger eigentlich irgendwie die Eisen am Anfang. Ich habe irgendwie so viel von Welt zu Welt wird es schlimmer. Cool, das sind eigentlich alle, oder? Ja. Okay, wunderbar. Ja, ich muss alle Gebäude kurz betreten.
Also es gibt Dorfbewohner, das ist gut. Dann können wir auch mal noch ein normales Dorfbewohnerdorf bauen. Wäre ich sowieso dabei, im Singleplayer das mal zu machen. Und jo. Ich hoffe einfach, ihr habt auch Lust, da viel zu machen, zu schauen. Ich muss ja alles machen. Da haben wir Drago. Wir vieles alles alleine machen. Zum Beispiel so selber zusammenstellen, so. Der Leon hilft halt ein bisschen. Wenn jemand anders helfen könnte, das wäre natürlich schon viel besser. Aber das ist Vertrauen, oder? Heutzutage kann man vielen Leuten einfach nicht mehr vertrauen. Es geht einfach nicht. Ja. Ah, was bin ich für ein... Was bin ich für ein Dolly? Dolly, Dolly, Peter. Peter, da, Dolly. So, halt, okay. Okay, es hat geläutet, geklingelt. Dann haben wir hier oben Gebäude. Ein großes Gebäude, eine Farm, eine Schweinefarm. Okay. Also, wie geht jetzt das Gebäude? Was? Wieso ist dort überall, egal wie ich das Gebäude hinstelle, immer rot? Ist es buggy? Kann auch noch sein. Also, mein Kolonie ist immer so, dass, wenn etwas Neues gibt, das hat schon recht buggy noch ist. Und das Treehouse habe ich, glaube ich, noch nie entdeckt. Das muss schon ziemlich neu sein. Und dass sie den japanischen Baustil weggenommen haben, ich verzeihe das den Entwicklern nie. Aber ich glaube, sie haben irgendwie gewechselt. Also jemand anders hat es einfach fortgesetzt und der ist halt auch ziemlich schlecht und kann nicht alles machen. Ja. Ist halt immer so eine Sache. Wie viel macht der Entwickler überhaupt und wie viel kann er? Wenn es halt nicht kann, dann kann es ja auch nicht machen. Aber man sollte jetzt einen Entwickler nicht unbedingt so plagen, also so schlecht über ihn reden. Jo. Meine Güte, ich konnte sogar in Morrowind Construction Set alles machen. Wieso können das andere, die auch gelernt sind, es nicht? Wieso? Mit Programmieren, mit KI und so Sachen kann man alles machen. Es dauert halt einige Zeit. Aber keine Ahnung. Ich sage jetzt mal nicht zu viel. Ich habe bisher ja nicht so viel gemacht. Okay. Ein gewisser Bekannter ist gekommen, scheinbar. Okay. Dörfer über Dörfer, wir finden viele Dörfer. Ist auch schön. Ich denke, mein Kolonies, was so ein Stadtspiel oder mehreren Städten spielt, sollten auch mehr Dörfer bauen. Aber wir können gerne mal den Seed eigentlich verwenden in Manila und mal schauen, ob es auch die Dörfer da sind, die von Ding waren im ersten Part. Von meinen Kolonies. Ja. Aber ja, es ist ein komplizierteres Seed, also kurz stoppen und dann mal testen, wenn ihr so gut wäret. Also, wir mal sagen, die Welt eigentlich so ähnlich aussieht. Kann ja je nach Mod eigentlich variieren. Ja. Dschungeldörfer hätte ich eigentlich mal gerne, naja. Ja, nice. So haben wir hier einen Wegpunkt. Ich glaube, die sind kostenlos, wenn sie noch nicht zu weit weg sind. Und dann kostet es irgendwelche Münzen.
Sumarakur. Die Namen sind immer extremst kompliziert. Kein Meeresgurken. Also für mich am Anfang, ich sammle so spät die Meeresgurken und brauche sie so zum Dekorieren. Ist eigentlich ziemlich etwas Wertvolles. So ist jetzt dieser. Hallo? Du warst doch gerade hier. Mister Wächter. Wo bist du hin? Sehe ich die manchmal nicht? Bis hier hinten dran, sagst du nicht. Oh, die Dinge verdorben. Heißen sie schon mit nächsten Zombies. Kommen wir noch. Ja, die anderen sind ertrunken. Die heißen nächsten Zombies. Wieso sind sie nicht die verdorben, verbrannten, verhungerten? Die nächsten Zombies sind böse. Die tönen böse. Aber Ertrunkene tönen arm. Wieso heißen die eigentlich Piraten oder so? Zombie-Piraten. Aber Ertrunkenen sind natürlich irgendwie cool. Je nachdem. Ja, bist du blöd oder? Prima. Okay. Ja, war ein super Part. Ja, ihr dürft gerne ein bisschen bewerten. Dürft gerne mal, ja, Sachen sagen, die halt auch nicht euch so gefallen. Du bist ein Dulli. Der NPC. Ja, ich sollte echt einen Schlafsack haben. Ich habe keine Wolle. Ich finde einfach keine Wolle und ich habe einfach die Schafe nicht beschert. Haben wir einfach vorher einen gehabt. Natürlich. Okay. Aber schön, dass wir eine Wüste haben. In der Nähe kann ich auch ein Wüstendorf machen. Vielleicht mache ich das Wüstendorf. Nein, da mache ich den Hängegarten hin. Oder wie die heißen. Aber die andere, das Wüstenzeugs. Oase, was ist das? Ja. Gehen wir hier noch hoch. Eine Axt haben. Geht doch viel schneller. 15 rote Beete. Bei uns in der Schweiz heißt es übrigens Rande oder Randen. Jo. Ich tue die Spitzhacken irgendwie mit drinnen lassen. Also türkisches Bett finde ich sehr schön. Vielleicht ich gerne zu Hause irgendwo hin tun. Was wollte ich? Die Spitzhacken raus. So, dann könnte ich noch ein Schwert machen. Einen Wüstentempel. Also zum Abschluss noch der Wüstentempel. Hier im Haus war ich ja. Hier oben habe ich gut geschafft. Ja, ich denke, ich nehme jetzt Keramik und so nicht mit. Also blaue und so und Terrakotta, glasierte Keramik. Nehme ich mit. Ich bin ein Sammler. Und ich will ja auch mal irgendwas bauen können. Jo. Und vielleicht gehen wir hier auch irgendwann mal noch runter. Ich bin mal krank hier.
1 oder 2 zu wenig hoch. Den nehme ich nicht mit. Sattel ist sehr wichtig gewesen. Heilige Schrift der Regeneration. Weizenkörner könnte ich noch gebrauchen. Weizen. Ist das schwer? Inventory Management. Nochmals. Weizen kann ich überall holen. Also ihr müsst nicht schauen, was ist wertvoll oder so, sondern ihr müsst schauen, wie gut ihr die Gegenstände bekommt, weil eigentlich ist alles ziemlich gut farmbar. Ja. Okay. Ich mach mal hier Pyramide und so. Und jetzt gehen wir zurück. Stadt 1. Wir müssen einfach noch kurz ein bisschen hochlaufen. Jo. Ja, dann machen wir im nächsten Part das Terraform. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert natürlich, aber ist natürlich auch sehr. Wichtig gewesen, dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. Und hier denke ich mal, gehen wir meinen. Ja, okay, ein Riss daneben. Den haben wir noch nicht gefunden. Oder? Auf jeden Fall ist er schon ziemlich gut versteckt. Ich mag nicht so Ränder, die so richtig nur vom Work-Generator faul gemacht wurden, wo man nie hochkommt. So, Wunderbärchen. Schön. Also es ist sehr, wie sich das so ein bisschen entwickelt auf dieser Map. Ja. Und ja, ich mache mir kurz eine Schere und hole mir einfach noch machen wir den Schlafsack. Jo, und währenddessen kann ich ja abmoderieren. Jo, es gefällt mir mega, ich bin mega motiviert, das auf einem Server auch wirklich machen zu können. Für einen öffentlichen Server, ja, ist es noch ein bisschen zu unausgereift, da müssen wir halt Plugins noch nebenbei richtig einstellen und Ding. Mein Conis kann man halt nicht so steuern, dass man... Jo. Ist ja mal hier irgendwie eine Hörse Kühe. Okay. Dass man das so einstellen kann, dass es für alle gut geht oder auch für die selber, ohne dass nicht zu viele Städte gemacht werden, zu viel Krieg gemacht wird und so. Deshalb einfach unter Let's Player und Livestream, die sich wirklich am Mühe geben. Es wird wahrscheinlich oft so sein, dass wieder Leute rausfliegen, weil sie sich einfach nicht dran halten. Kann ich aber nichts machen. Ich bin ja nicht unbedingt derjenige, der sich um die Spiele so richtig kümmert. Das ist Leon. Und
Trotzdem möchte ich ihn natürlich unterstützen, weil er es auch nicht so macht. Hier irgendwas zu bauen drauf, das wäre schon gut. Vielleicht haben wir so einen Wachturm. Vielleicht können wir ihn dann auch umgestalten. Dort drauf wird sicher auch etwas kommen, das reicht hoffentlich noch. Und sonst werden wir einfach ausprobieren. Machen wir halt eine zweite Stadt gleich direkt daneben und machen sie einfach sozusagen als Erweiterung, oder? Gut, also dann, jo, gebt mir Vorschläge, Wünsche, Feedback und ja, ich habe auch gerne Bewertungen. Also, ich bin jetzt nicht unbedingt der Allerbeste, aber ich würde schon gerne euch wirklich alles ein bisschen angenehmer machen können noch. Und jo, dann können wir gleich noch schlafen. Jo, ich denke, ich schlafe einfach ohne Aufnahme. Bis dann, tschüss.